Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Army Boy. Oder so. Und wir machen jetzt direkt mal weiter. Beziehungsweise wir fangen jetzt einfach mal an mit diesem wunderübchen Level. Es ist recht scheiße, würde ich mal sagen. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Das Klasse. Und was wir natürlich kennen, dass unsere Sprungtaste rumdreckt. Hier gibt es übrigens auch ein Pflaster, aber das würde ich mir eigentlich noch nicht so gerne antun. Also lieber erst später. Später! Ich muss nämlich erstmal selber gucken, wie ich das überhaupt hinkriegen soll, weil das der Wahnsinn ist. Wow. Okay, ja. Wupp. Nein! Nein! Ah, fuck. Okay, nur ich muss jetzt gucken, welchen Knopf muss ich denn eigentlich noch drücken? Weil da war ja irgendwie zwei Sachen. Also am Anfang musste man diesen einen drücken und dann noch einen. Autsch. Boah, man muss bei diesem Level aus so viele Sachen achten. Da... Oh, schrecklich. Und am Anfang muss man immer ein paar Sekunden warten. Dann kann man nämlich erst loslaufen. Ja, wie gesagt, nochmal... Der epische Drucker! So, jetzt überlegen wir. Also, da kann man ins Pflaster kommen hin, aber die Frage ist der wie? So nicht der. Okay. Wow. Okay, wir können es ja auch einfach mal gucken. So. Nein, wir lassen es lieber. Denn nachher kriegen wir das Level nicht hin und dann bin ich voll depri. Und ich bin hier. Den. Ja. Und was macht ein mehr Depri als Super Meat Boy? Nichts. Ihr Fichtze. Oder so. Ja. Also würde ich sagen, wir schauen uns das Level erstmal schön an. Bevor wir hier irgendwas machen. Klasse. Oh. Toll. Jetzt achte ich auf die oberen Raketen und da kommt hier eine in die Nase rein. So wollte ich sagen, in die Nase rein. Und wenn ich Nase sage, dann denke ich irgendwie an Thaddeus von SpongeBob. Aber ich kenn SpongeBob. So. Wo ist denn da noch ein? Wow. Moment mal. Ach so. Toll, das muss nur aufgeschossen werden. Und ich denke mir direkt, wie geht denn das? Alles total easy peasy und ich stelle so eine Scheiße an. Okay, es ist nicht easy peasy. Das nehme ich jetzt sofort zurück, sonst wird es mir gleich heimgezahlt. Ich sehe es schon kommen. Aber wie boy ist der geht? Wow, Abfrechtung. Scheiße! Scheiße! So toll! Warp! Warp Zone! Ich mag es, wenn der Warp Zone sagt. Das ist dann voll nett und so. Warp! Wow! Komm schon! Klasse. Ja, das kennt man ja gut und ich habe natürlich wieder Skype-Nachrichten, obwohl ich gerade direkt gesagt habe, ja, ich will jetzt Super Meat Boy aufnehmen. Ha, 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 ha. Super Meat Boy ist mein Lieblingsspiel. Nicht. Au. Wieso habe ich das genau gewusst? Okay. Au. Boah, meine Stimme ist abgekackt. Und hier im Hintergrund hat sich etwas verändert, denn meine Kamera steht nicht mehr hier. Woran liegt das? Weil meine Großeltern da waren. Hey, voll cool, ja, ich bin Kenner, ich möchte ein Kind von ihnen. Funktioniert mein Sprungtaste wieder nicht. Klasse. Habe ich schon ein neues Betriebssystem und es funktioniert nicht. Ne, komm schon. Ah, okay. Nein! Rachel ist sowas von der Weinrage! So, komm! Okay, okay. Ja? Ja, Rachel? Nein! Ich hasse Rachel! Rachel ist eine fucking Schlampe! Okay, man muss einfach ein bisschen so geistig ausrasten, dann kommt man nämlich mit Meat Boy klar. Boah, jetzt bin ich schon heiser, wie Marcel, ey. Also, das ist nämlich mit Meat Boy so. Man schafft es nur, wenn man geistig irgendwie so ein bisschen verrückt ist. Nein, ich bin nicht verrückt oder so. Ich bin keine Verrückte, ganz ernsthaft. Nur, ich hab halt meine verrückte Art an mir. Aber das ist, das bin ich halt eben. Aber das ist ja völlig normal, nicht? Aber gut, so.
Ihr... Toll. Bin ich schon voll... So. So. Ja. Genau so wollte ich es haben. Und hier... Ich bin gesprungen, verdammt! Nee, ich bin nicht sowas von rein. Oh, nein! Scheiße! Okay, ja, dann seht ihr. Von der einen auf der anderen Sekunde ist man bei Meat Boy sehr schnell tot. Sehr. Ich mag sehr. Sehr ist voll freundlich, nicht wahr? Und nicht zu vergessen, der Yui ist ja voll mein bester Freund. Okay, so. Wir müssen uns jetzt anstrengen. Wow. So schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Was erwarten die von mir? Aber wir schaffen das Level fast. Das merke ich nämlich schon. Denn wir kommen ja fast schon bis zum Ende. Ich gehe. Oh. Ja. Okay. Okay. Springen. Nein. Da. Wieso? Da. Ich habe das gerade wie Michael Jackson gemacht. Da. Ich kann das einfach nicht. Fichten können sowas eigentlich nicht. Danke. So. Nein! Sprungtaste! I hate you, motherfucking bitch! Bitch, 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 nein! Mit dieser Sprungtaste, du Katzenschwein, du Kreuzung! Wubi, 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 ey, jetzt spinnt die Sprungtaste echt. Und wahrscheinlich reicht es dann bestimmt auch nicht mehr von der Zeit. Haha, da wäre das Beste. So, also Sprungtaste. Wir werden jetzt beste Freunde, okay? Also dann darfst du auch in mein Freundebuch schreiben. Dann habe ich dich auch ganz doll gerne. Ey, ich habe gerade dreimal auf die Sprungtaste gedrückt. Und nichts sehr ist passiert. Vielleicht wird irgendwas vom Flirten regiert. Also die Fichten am Ende, ich sag's euch. So. Ah ja, das ist schön, danke. So, einmal noch. Und auf geht's! Wow, okay. So, jetzt darf die Sprungtaste nicht ab. Ja, genau. Jetzt ist sie mal nicht abgefuckt. Und jetzt ist der Rest abgefuckt. Ich bin ja so froh. Ich bin ja so froh. Ich höre mich an wie so eine kleine Japanerin. So niedlich irgendwie, die Japaner. Weiß nicht wieso, aber. Ich hoffe ich einfach. So. Wieso bin ich gesprungen? Ich wollte eigentlich gar nicht in der Situation springen, aber ich hab's getan. Oh, und Meat Boy backt rum. Da freuen wir uns ja. Eine Seere. Die Beere. Eigentlich nicht so, aber okay. Mäßig, würde ich mal sagen. Boah, wieso springe ich wieder? Ich weiß nicht. Aber besser einmal mehr springen als einmal zu wenig, würde ich sagen. Okay. Und ich freue mich, wenn wir das Pflaster holen. Dann wird es nämlich noch schöner. So, okay. Oh. So. Au! Was war das? Hat sich irgendwie angehört wie so ein abdeckendes Krokodil oder so. Ja, abdeckend. Da bleib ich jetzt bei. Mag ich abdecken, die Krokodile. Sind immerhin noch netter als Meat Boy. Meat Boy, 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 Boyischchen. Boy. Ich glaube, ich lasse das lieber mit diesen super coolen Raps. Rap! Oh, ich esse gerne Raps. Raps sind voll lecker. Oh, Junge, so viel Eisen. Abfuck. Immer wenn ich Abfuck sage, denke ich an Abführmittel. Okay, so. Mann, ich hab das am Anfang so schön hingekriegt und jetzt immer so eine Scheiße. Wo ist so eine Scheiße, Alter? Ich bin eine fette Opernsängerin. Find ich gut. Find ich voll gut. Ah, ich liebe dieses Abstrecken. Oh Mann! Au! Düp, 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 düp,
Diba-diba-du. So, jetzt. So, komm schon. Schon. Ja, ich hab dich auch gern, Meatball. Ganz ernsthaft, du bist mein bester Freund. Ich möchte unbedingt mit dir befreundet sein. Du bist so cool. So. Nein, nein! So, ich muss jetzt einfach mal so ein paar fette Fratzen machen, denn ich halte es nicht mehr aus. Das ist ja wohl die Höhe! Wieso sagt man das eigentlich? Wieso sagt man nicht, das ist ja wohl die Tiefe? Aber der Soundtrack ist so toll, boah, man kriegt so fette Ohrwärmer davon. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht, Alter. So, so ist schön. Hat mir auch gefallen. Warum? Jetzt hat mir nicht gefallen. So, schön. Okay. Wow, das war auch klar. Okay, so, manchmal muss ich einfach ein bisschen abrocken, so. Wie eben mit Michael Jackson. Ja, ich kann kein Moonwalk. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich Moonwalk könnte, weil das voll cool ist. Boah, irgendwie kriege ich momentan auch nichts Besseres zustande, als zu der Musik mitzusingen. Ich könnte ja einen Singkanal eröffnen. Nicht. Oh, was? Wieso habe ich zweimal überlebt? Oh, scheiße. Ich dachte, jetzt hätte ich auch noch überlebt. Hätte der es auch mal durchlassen können, aber nein. Immer so gemein. So, ich muss jetzt ganz fester auf den Knopf drücken, damit es auch funktioniert. Au! So, Michael Jackson for the win. Amy Winehouse ist gestorben, das habe ich heute erst erfahren. Ja gut, heute kam die Meldung nämlich auf meinem iPod. Es ist nämlich heute noch Juli. Das Video kommt bestimmt hoch, wenn es schon September ist, von daher. Also, Amy Winehouse ist tot, also das hat mich ein bisschen erschreckt. Ja, war eigentlich klar, früher oder später muss das ja passieren. Schließlich ist sie voll drogenabhängig und so. Au! Nein! Aber eigentlich hat die doch schön gesungen. Ich fand die ganz gut. Eigentlich schade, nur sie hat ihr Leben halt selber zerstört. Sie selber schuld. Da seht ihr mal, was passieren kann, wenn man so extrem mit Drogen übertreibt. Tja. Also so viel zu der guten Amy Winehouse. Aber wir möchten natürlich nicht so viele ernste Themen in Bezug auf dieses Let's Play erwähnen. Oh, fuck. Und deshalb höre ich mal lieber auf damit. Weil das ist ja auch schon ein bisschen traurig. Die gute Amy Winehouse war ja immer eine nette Geselle. Und die hat ja immer voll auf Partys abgedanced. Natürlich mit der guten Pamela, die ihr im letzten Part kennengelernt hat. Und deshalb finde ich das schon recht traurig. Nein. Aber irgendwann wird jeder sterben. Wir werden alle sterben! So. Okay. Ja. Danke! Oh, meine Hand. So. Ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Deshalb muss ich jetzt Chi-Übungen machen. In der Zeit könnt ihr euch das mal anschauen. My head is a dolphin! Okay, so, da sehen wir das mal, wie schön ich das gemacht habe. Ich war mit dem sogar am schnellsten. Wow, das war eine Scheiße. Dieses Level. Ich hätte das sogar einmal fast geschafft. Fand ich voll unmöglich, aber ich glaube, das ist nur... Wieso habe ich Commander Video genommen? Ich wollte Ockmo nehmen. Ouch, würde ich mal sagen. Also ich meine, man konnte sich hier irgendwie draufstellen. Autsch. Oder... ich weiß nicht, ob... Okay. So. Also irgendwie so hatte ich das gemacht. Wow! Ich dachte jetzt schon. Mann. Da wäre ich voll stolz auf mich. Ich frag mich, wie man das machen wird. Weil hier ist ja noch nicht mal ein Muster drin. Da kann man nirgendwo auf einer Stelle stehen bleiben, glaube ich. Ich kann mir das ja mal angucken. Bestimmt gibt es irgendeine Stelle, wo man sicher ist. Hier ist man schon mal in Sicherheit, aber sobald die Sägen hier kommen, ja, sieht es ganz anders aus, würde ich sagen. Autsch. Und der schießt auch noch zwei da. Also, da wird schwer durchzublicken. Nein, da möchte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache erstmal das in der Salzfabrik. Dann sagen wir auch noch dieses, hi, ich bin Pamela Level oder so. Und ich glaube, das war eigentlich recht leicht sogar von den... So, meine Hand, wie gesagt, ich muss ein paar Übungen machen und so. Und dann geht's schon.
Also schauen wir uns... Ah ja, genau. Ich kann mich erinnern. Also das ging eigentlich. Ich fand, es war schaffbar. Ich fand, es war schaffbar. Platsch. Ja, das ist typisch Lisa halt einfach. Typisch. Aber wie gesagt, es liegt halt... oft an meiner Sprungtaste. Ich weiß, das glaubt ihr mir jetzt auch nicht, aber... ist mir egal, was ihr mir glaubt. So. Aber wir werden das jetzt schaffen, wisst ihr? Und selbst wenn ich hier eine Stunde dran sitze, ich werde es für euch cutten und dann wird's schön und toll und klasse. Piu, piu, piu. Ich mag die Musik so gern. Och, die ist so klasse. Piu, piu, piu. Papa, piu. Piu, piu, piu. Peng, peng, peng. Ich mag fette Explosionen. Ich mag fette Explosionen. Ich bin in die Säge geflatscht. Das ist nicht gut. Das ist keine Säge. Ich sage es aber trotzdem. Das ist keine Säge. Jetzt spring ich in den Abgrund. Oh, ich liebe die Musik. Die ist so toll. Piu, piu, piu. Peng, peng, peng. Ich mag Explosionen. Was macht das? Das ist scheiße. Und ich kann wieder von vorne anfangen. Das rennt sich nicht, das ist so schlecht. Das rennt sich nicht, das ist so schlecht. Dieser Song ist so fail. Und ich möchte ihn nicht vermarkten. Denn er ist so scheiße, yeah. Ich möchte kein Regisseur werden. Wow, hast eingequetscht. Quetschen! Nein! Wow! Ultimatives Quetschen! Quetsch! Katsching! Wow! Okay. So. Scheiße. Sag mal, hatte ich das überhaupt schon geschafft? Mir kommt das momentan so extrem bekannt vor. Ich meine, ich hätte das bis zum Ende gespielt. Oder ich habe nur kurz reingeschaut. Das kann auch sein. Map, map, map. Ich weiß, mein Kommentar ist momentan zu nichts zu gebrauchen. Aber ich muss mich konzentrieren. Boah, was war das? Map, map, map. Und ich mag Möb. Ich mag Möb. Möbi. Wow. Wow, so viele Sägen. Ich sag immer... Du? Ich sag immer Sägen. Genau in diesen Stachel! Also hör mal, jetzt haben wir mal Krach in der Bude! Oh, das war ein cooler Speedrun, das schau ich nochmal. So. Und schön nach... Hier das. Ja. Das wird klasse, ich freue mich schon darauf. Aber so richtig. Ich habe ja heute schon 2 Level geschafft. Wow! So, und warten ist hier wahrscheinlich auch nicht so gut. Denn dann bringt man sich komplett aus dem Rhythmus. Und das ist ja wohl nicht der gut, die dichten Menschen. Moment, ich habe gesagt, ich wollte es heute schaffen, ne? Ja gut, dann war es gelogen. Ja, ich will es schon schaffen, aber ich glaube nicht, dass ich es hinkriege. Und ehrlich gesagt habe ich da auch gar keine Lust drauf, mich nochmal so schön lange vor mir vorzusetzen. Klasse. Ich habe das irgendwann mal hingekriegt. Ich weiß es haargenau. Also manchmal frage ich mich auch, wieso man bei solchen Sprichwörtern dann, wie man auf sowas kommt. Haargenau. Na gut, Haare sind klein. Da kann man es so ein bisschen ableiten. So, aber... ja, klasse. Genau an die Plattform geflatscht. Immer diesen... ja, wie die olle Pamela. Die fluddelt auch immer so rum. Immer so schwabbelt. Klasse. Das ist scheiße. Das ist so richtig scheiße. Und ich habe noch so viele Level, wo ich jahre keinen Bock drauf habe. Und ich mache das auch noch zu 100%. Ich habe einen Knall, glaube ich. Und das Dümmste ist, alle aus meiner Skype-Liste fangen jetzt an, Super Meat Boy zu Let's Play. Dominik, Marcel, Noki. Hallo? Ich war übrigens die Erste, die von denen damit angefangen habe. Also haben sie es alle voll cool von mir abgeguckt. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich da nicht gestorben bin. Ich setze voll die Trends und so. Lisa ist eine Trendsetterin. So, wir machen jetzt aber epischen Speedrun. Weil das Level kriege ich hier so gar nicht auf die Reihe. Also da sitze ich eine Stunde meistens vor und krieg's immer noch nicht hin. Das wird auch vorläufig nichts werden, glaube ich. Denn... ich weiß gar nicht, was hier für eine Zeit nötig ist. Bestimmt ist das total unmöglich und so.
Ja, ich meine schon. Ich hatte das Let's Play ja komplett bei Emero gesehen. Und ich glaube, da hat er sogar Probleme gehabt. Und hört mal, Emero ist der Gott von Super Meat Boy. Denn... echt. Der Typ hat Skill. Ich frage mich, wie man sowas schaffen kann. Und der hatte das, glaube ich, in so 20 Parts mal eben. Ich bin schon beim 59. Ach, scheiße. Jetzt kann ich es, glaube ich, schon vergessen. Ich möchte hier schon perfekten Speedrun entgegen. Okay. So, das sieht schon mal schön aus. Diese Stelle ist wohl auch scheiße. Da komme ich eigentlich gar nicht rein. Mann! Rachel ist Rachel. Ich mag Rachel. Sie ist eine coole Frau. Heißt nicht die von Glee Rachel? Ich weiß nicht. Kann nur sein, dass ich verwechsel, aber ich mag Rachel. Rachels. Rachels. Oder so. Aber ich mag Glee. Da, 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 da. Ich find's immer so witzig bei diesem Glee-Song. Wie hieß denn der? Don't Stop Believin'. Da hört man, ich glaube, bei der Stelle 1, 2, 0 oder so. Ja gut, YouTube-Angaben halt. Da sagen die irgendwie so, shut up! Und das finde ich witzig. Das heißt nämlich so viel wie halt die Klappe. Und das heißt nicht so viel wie halt die Klappe. Das heißt einfach halt die Klappe. Aber ist ja egal. Ich mag die Musik. Die ist einfach nur cool. Ich liebe die Musik von diesem Spiel. Wirklich, das müsst ihr dem Spiel lassen. Wenn, das Spiel ist echt schwer. Aber das hat eines der geilsten Soundtracks, die ich jemals gehört habe von einem Videospiel. Portal gehört natürlich auch dazu. Die haben ja auch mega geile Lieder drin. Besonders Once You're Gone und Still Alive. Aber Meatball war auch geil. Wirklich. Also eigentlich bin ich ja nicht so ein extremer Nerd, dass ich wirklich sagen will, ich höre nur Videospielmusiken. Ich höre auch so Pop, Rock, Metal und so was. Aber wirklich, das hier höre ich mir auch so mal an. Ja, jetzt werde ich auch noch zum Guru, wie der olle Herr Tintori. Ja, ja. Fehlt echt noch, dass der so ein Video macht, wo der irgendwie so meditiert oder so. Boah, der wird sich so zum Affen machen. Naja, ich mag Herr Tintori nicht, aber naja, gut. Er ist mir halt einfach nicht sympathisch und so. Wow! Was war wow? Kenn ich nicht. Nein! Bin ich schon bis da gekommen. Also das ist einfach, wenn man nervös wird, das ist nicht gut. Weil wenn man schon denkt, ich bin so weit, oh Gott, was passiert jetzt? Dann geht's immer in die Hose. Nicht wortwörtlich in die Hose, das wäre irgendwie ekelhaft. Aber ach, ihr kennt das bestimmt. Man darf sich einfach nicht bei so Spielen kaputt machen. Ja, kaputt machen ist man hier sowieso sehr auf. Aber man sollte sich einfach nicht so fertig machen, denn ansonsten ja, kriegt man es nie auf die Reihe, würde ich mal sagen. Deshalb... keep on doing oder so. Hat jetzt nur voll. Wow! Lar! Was ist Lar? Weiß ich nicht. Naja. Wieso sag ich letzte Zeit immer? Das ist cool. Das sag ich immer, wenn ich genervt bin. Wenn meine Mutter sagt, ruf dein Zimmer an. Räum dein Zimmer auf oder so. Dann sag ich immer. Aber naja. Muss man halt auch im Leben machen, nicht wahr? Oh, nein! Ich hab keinen Bock mehr. Also, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Ein Level! Wow, das ist so göttlich nicht. Also, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir irgendetwas voll Cooles schaffen oder so. Also, bis dann. Ciao.